Ich wünsche einen wunderschönen Abend zu dem Vortrag heute Solidarität mit dem Liberalismus im Augenblick seines Sturzes. Welch ein Titel, der sozusagen eine dramatische Lagebeurteilung beinhaltet, nämlich den Sturz des Liberalismus, der gleichzeitig eine überraschend sympathisierende Unterstützung mit der Solidarität zum Ausdruck bringt und sozusagen, dass das auch etwas überraschend unterstützend ist, hat etwas mit derjenigen zu tun, die heute diesen Vortrag gibt, Rahel Jecki, Professor Rahel Jecki von der Humboldt-Universität, die, ich glaube, das kann man so sagen, es ist dann wahrscheinlich die dritte Generation der legendären kritischen Frankfurter kritischen Theorie. Und innerhalb dieser Generation kann man sagen, gibt es die mildkritische und die stärker kritische Theorie. Und sie ist sozusagen die vorrangige und wohl bekannteste Vertreterin dieser etwas stärker kritischen Theorie. Deswegen ist diese Solidaritätsbekundung von besonderer Bedeutung. Und ich bin auch wirklich richtig gespannt, wie das ausfallen wird. Rahel Jecki ist, wie gesagt, Professorin für praktische Philosophie, Rechts- und Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist Leiterin des International Center for Humanities and Social Change. Sie war Gastprofessor nur an den besten Plätzen der Welt, Yale University, Fudan University in Shanghai, New School for Social Research in New York und war Fellow am Institute for Advanced Studies und ist gerade heute Morgen oder gestern Morgen aus den USA, aus New York gekommen, also topfrisch hier, um diesen Vortrag zu halten. Ihre Forschung ist geprägt durch sozusagen die philosophische Wiederentdeckung von Begriffen, die wir vielleicht dann eher mit Autoren wie Hegel und anderen verbinden, die eben durch ihre Arbeiten wieder die Aktualität gewonnen haben, die sie verdienen. Die Begriffe sind unter anderem Entfremdung, Verdinglichung, Ideologie und eben auch Solidarität. Ich ende immer, indem ich mindestens ein Buch oder eigentlich wollte ich immer nur ein Buch nennen. Und das ist jetzt hier in diesem Falle so kein Buch Entfremdung zur Aktualität eines sozial-philosophischen Problems. Das ist also sozusagen meine Buchempfehlung. Ich will aber trotzdem noch nennen, dass sie kürzlich Capitalism, a Conversation in Critical Theory zusammen mit Nancy Fraser geschrieben hat. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich, Rahel. Schön, dass du heute hier bist. Begrüßen Sie sie. Ganz herzlichen Dank, Michael, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich heute hier sein darf. Erstens wegen des großen Interesses, das ich an eurem Clusterjahr habe und an den Themen, die ihr da behandelt, selbstverständlich. Außerdem freut es mich auch irgendwie immer sehr hier an meiner Heimatuniversität, weil ich hier ja studiert habe, auch wenn ich danach die allermeiste Zeit meines akademischen Lebens in Frankfurt verbracht habe, habe ich hier studiert und sehe auch das eine oder andere Gesicht, das ich sogar noch von damals kenne. Solidarität mit dem Liberalismus im Augenblick seines Sturzes, das ist Michael hat gesagt, erstaunlich, dass ich Solidarität hier, eine Solidaritätsbekundung abgeben will. Wir werden sehen, wie viel Solidarität dabei übrig bleibt. Das ist aber, um den Verdacht auf kritische Theorie dann doch ein bisschen zu erhärten, das ist die Abwandlung eines Adorno-Titels, der den Aufsatz Solidarität mit der Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes geschrieben hat. Und das schien mir, einem fallen ja manchmal dann einfach Titel so ein. Und darum herum werde ich jetzt auch meine Überlegungen kreisen lassen. Ich beginne mit einer zunächst mal sehr allgemeinen und eigentlich auch wenig strittigen These, eine These, die ja der gesamten Vortragsreihe hier auch zugrunde liegt und von der auch dieser Cluster inspiriert ist. Die These ist, wir erleben zurzeit so etwas wie eine Krise des liberalen Narrativs oder auch des liberalen Skripts,
die historische Schwächung oder auch Ermüdung dessen, was manche gerne die liberale und demokratische Weltordnung nennen und auch der ihr zugehörigen Theorie. Ob das Ganze nun wirklich ein Ende ist oder nur eine Ermüdung, ob es sich um eine lösbare oder um eine unlösbare Krise handelt, das will ich und kann ich hier gar nicht abschließend beurteilen. Klar scheint mir aber, dass der Liberalismus und das liberale Skript von vielen Seiten her attackiert wird. Die Attacken kommen sowohl von außen als auch von innen. Die Krise hat also sowohl offenbar interne, selbstgemachte als auch externe Ursachen. Der Liberalismus, wie wir ihn kennen, krankt also einerseits am beunruhigenden Machtgewinn liberaler Despoten und Regime, der Ausbreitung populistisch-autoritärer Gesinnungen und noch viel mehr. Er erkrankt aber auch an einem eher diffusen Vertrauensverlust und an einer eher intern entstandenen oder sogar selbstgemachten Unglaubwürdigkeit. Der Liberalismus, wie er in vielerlei Hinsicht die Weltordnung, in der wir leben, geprägt hat, ist also in mancherlei Hinsicht im Bedrängnis. Das ist nun, und jetzt komme ich auf Michaels Vermutung, komme ich dir doch wieder sehr nahe, diese Bedrängnis, in die der Liberalismus geraten ist, ist nun kein Grund zur Häme, es ist ein Grund zur Besorgnis. Es ist eine Situation, die selbst für diejenigen, und dazu zähle ich mich, und so verstehe ich auch einen der wesentlichen Impulse einer kritischen Theorie, wie wir sie seit Hegel und Marx kennen, also selbst für diejenigen, denen der Liberalismus noch nie genug war, für diejenigen, die seinen Ansatz als auf problematische Weise hegemonial oder sogar ideologisch analysiert und seine politische Verwirklichung immer wieder als unzureichend gebrandmarkt haben, selbst für die ist das keine gute Nachricht. Schließlich ist der Liberalismus das herrschende Paradigma der Zeit, wie wir sie kannten, ein Paradigma, mit dessen möglichen Verschwinden sich das politische Koordinatensystem auf eine unabsehbare Weise und vermutlich, und das ist leider eine nicht besonders riskante Wette, nicht unbedingt zu unseren Gunsten verändern wird. Sollen wir also Solidarität mit dem Liberalismus im Augenblick seines Sturzes üben, um einen berühmten Aufsatztitel Adornos abzuwandeln? Und wenn ja, worin bestünde diese? Ich werde argumentieren, dass eine solche Solidarität und damit auch die Möglichkeit einer Rettung des Liberalismus nur darin bestehen kann, diesen angesichts seiner Defizite über sich hinauszutreiben, im erneuten Versuch also seiner emanzipativen Überschreitung und Transformation. Im Folgenden werde ich zunächst kurz umreißen, was den Liberalismus in seinen Kernelementen ausmacht und daran anschließend die Ermüdung oder Krise des Liberalismus als einen Paradigmenwechsel zu beschreiben. Nun sind Paradigmen aber auf Problemlösungen gerichtet. Im nächsten Schritt werde ich daher zwei Hinsichten identifizieren, in denen der Liberalismus als eine solche Problemlösung verstanden werden kann und sich auch selber so versteht. Erstens das Problem des ethischen Pluralismus, zweitens der mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sich vollziehende Übergang von Status zu Leistung und entsprechend von Stand zu Klasse. Die Krisen des Liberalismus lassen sich nun im nächsten Schritt, also im vierten Schritt, als Krise eben dieser Problemlösung identifizieren. Auflösen, und das wird der letzte Teil meiner Überlegungen sein, auflösen lässt sich diese Krise also nur, wenn man sie an der Wurzel, den Defiziten des Liberalismus packt, Solidarität mit dem Liberalismus im Augenblick seines Sturzes zu üben, bedeutet dann, wie Adorno über den Liberalismus gesagt hat, die Liberalität so ernst zu nehmen, dass man von ihr über sie hinausgetrieben wird. Ich beginne also mit den Kernelementen des Liberalismus. Natürlich gibt es nicht nur einen, es gibt viele Liberalismen. Und es gibt nicht nur eine, sondern viele Krisen und Krisenursachen. Nicht nur, weil es den philosophischen und den politischen Liberalismus gibt, sowie den Wirtschaftsliberalismus, der mit dem letzteren bekanntlich so gut wie gar nichts zu tun hat. Auch innerhalb der Ideentradition des Liberalismus gibt es, wie bei stark diskutierten Paradigmen üblich, eine unendliche interne Ausfächerung von Ansätzen. Ich will mich im Rahmen dieses Vortrags und meiner Argumentation allerdings, ohne ins Detail zu gehen, auf einige der von den meisten Positionen geteilten Kernelemente konzentrieren, die Konsequenzen auch für das haben, was wir die liberaldemokratische Weltordnung nennen. Dabei kommt mir der dieser Vorlesungsreihe zugrunde liegende und vom Cluster geprägte Ausdruck Liberal Script zugute. Ein solches beinhaltet ja, ganz auch in meinem Sinne, nicht nur Ideen,
sondern auch die praktisch-institutionellen Umsetzungen. Eben eine soziale Ordnung, mit dem für eine solche typischen Ineinander von Praktiken, Normen, Ideen, Institutionen, die sich gegenseitig beeinflussen, stabilisieren oder sogar hervorbringen. Für eine erste Orientierung oder Standortbestimmung also die wichtigsten Kernelemente des liberalen Skripts oder Narrativs und auch des Selbstverständnisses der sich als liberal auffassenden Ordnung. Diese wären zum einen die Idee individueller Selbstbestimmung und der grundlegenden Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen. Kollektive Selbstbestimmung und damit institutionell gedacht Demokratie wird, je nachdem, da fängt es schon an, je nachdem, welcher liberalen Theorie sie anhängen, als gleich ursprünglich oder als Bedingung und Voraussetzung solcher individuellen Selbstbestimmung gefasst. Gehört weiter die Rechtsstaatlichkeit sicherlich unumstritten zu diesen Kernelementen, mindestens als Sicherungsmechanismus einer liberalen sozialen Ordnung, so mag es bei Institutionen wie dem Markt schon fraglicher sein, ob und in welcher Form dieser in der Lage ist, Selbstbestimmung zu befördern. Also da beginnen die Contestations, spätestens da beginnen sie. Das Verdienstprinzip wiederum reflektiert die nicht-hierarchische, antitraditionale Orientierung an Individualität. Der universalistische Charakter wiederum fundiert das so beschriebene Ensemble an Praktiken, Institutionen, Einstellungen und Überzeugungen, die man im weiten Sinne als liberal bezeichnen kann. Das ist selbstverständlich ein grober Überblick und auch nur dazu gedacht, Ihnen ein Verständnis davon zu geben, worüber ich überhaupt spreche, wenn ich im Folgenden dann immer so relativ grob über Liberalismus oder das liberale Skript spreche. Das ist alles im Einzelnen sowohl umstritten als auch in der Zusammensetzung manchmal variabel, so dass das liberale Skript und der Liberalismus, von dem ich hier spreche, wie alle solche Gebilde darin bestehen und auch davon leben, dass sie in entscheidenden Hinsichten umstritten sind und sich durch dieses Umstrittensein auch immer wieder ändern. Teil 2, ein Paradigmenwechsel. Nun geht es mir, wenn ich von der Ermüdung oder Erosion des Liberalismus spreche, weniger um die Frage, ob der Liberalismus widerlegt ist oder sich noch verteidigen lässt, sondern darum, den Charakter seiner Krise und die Ursachen für diese Krise zu verstehen. Tatsächlich halte ich ihn auch gar nicht im strengen Sinne für widerlegt, also nicht mehr als er ohnehin schon und schon seit sehr langer Zeit oder seit seinem Bestehen immer wieder widerlegt oder seiner Widersprüchlichkeit überführt war. Nicht ganz unabsichtlich habe ich oben im Zusammenhang der Krise des Liberalismus das aus der Wissenschaftstheorie kommende Motiv des Paradigmenwechsels angespielt. Es geht mir also um den Paradigmenwechsel, der den Liberalismus offenbar erfasst hat. Worum handelt es sich hier und welche Pointe hat es, von der Krise des Liberalismus als der Krise eines solchen Paradigmas zu sprechen? Ein Paradigma, wie es in der modernen Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie von Thomas Kuhn eingeführt worden ist, ist mehr als eine einzelne These oder Behauptung und auch mehr als deren Summe. Die Gesamtheit von Grundauffassungen einer Zeit oder einer Disziplin zu einer bestimmten Zeit, ein Denkmuster, ein auch praktisch wirksames und orientierendes Bezugssystem oder auch Weltbild, innerhalb dessen nicht nur bestimmte Lösungen entwickelt werden, sondern innerhalb dessen auch nur die Definition von bestimmten Problemen überhaupt zu verstehen ist. Ein Paradigmenwechsel oder mit Kuhn eine wissenschaftliche Revolution nun vollzieht sich dann, wenn sich innerhalb eines Paradigmas nicht mehr zu erläuternde Anomalien, für deren Behebung oder Erklärung man mit Zusatzannahmen arbeiten muss, um seine Weiterführung und seine Weiterführung nur noch mit einer Zunahme von begrifflichen Problemen oder Widersprüchen erkaufen kann. Es häufen sich, wenn man das Motiv auf das Soziale überträgt, Krisenerscheinungen. Und wenn auch nicht immer gleich der Zusammenbruch oder das Ende, so lässt sich dann doch die langsame Erosion und ein Vertrauensverlust in dieses Paradigma verzeichnen. Wie Thomas Kuhn es formuliert, ich zitiere, politische Revolutionen werden durch ein wachsendes Gefühl eingeleitet, dass die existierenden Institutionen aufgehört haben, den Problemen, die eine teilweise von ihnen selbst geschaffene Umwelt stellt, gerecht zu werden. Bei vielen weltgeschichtlich wirkmächtigen Paradigmen lässt sich entsprechend feststellen, dass diese nicht geradezu widerlegt, sondern angesichts eines steigenden Problemdrucks ausgehöhlt werden. Genau in diesem Moment können dann neue Paradigmen an die Stelle der alten treten.
Das ist dann aber wohlgemerkt nicht nur eine Modeerscheinung oder ein rational nicht zu erklärender Switch von einem zum anderen Paradigma, wie manche Interpretinnen es nahelegen, sondern es liegt daran, dass solche Paradigmen eben das ihre Problemlösungskraft verloren hat. Meine Behauptung ist nun, dass genau dies dem Liberalismus im engen wie im weiteren, im theoretischen wie im politischen Sinn passiert oder zu passieren droht, ohne dass schon absehbar wäre, welches neue Paradigma an seine Stelle treten könnte oder sich durchsetzen wird. Wenn aber diese These stimmen sollte und wenn kennzeichnend für die Schwächung eines Paradigmas das Auftreten von Anomalien, von Widersprüchen ist, die nicht ohne allzu komplizierte Zusatzannahmen wieder eingefangen werden können, welches wären für den politischen Liberalismus und das liberale Skript die entsprechenden Anomalien und Widersprüche? Was genau ist der Problemdruck, dem er nicht mehr standhält? Da lassen sich eine ganze Reihe aufzählen. Da wäre erstens die pure Persistenz von Phänomenen wie Ungleichheit, Ausbeutung und Ausgrenzung, von Prekarität, Diskriminierung und Rassismus. Die Welt ist ganz banal gesagt noch immer kein guter Ort und auch nur für die allerwenigsten Privilegierten ein Ort, an dem sie sich liberaler Freiheit oder Gleichheit erfreuen oder gar dem berühmten Pursuit of Happiness oder, wie liberale Philosophinnen es gerne sagen, der Verfolgung wertvoller Lebensprojekte widmen können. Also der erste Punkt ist, das, was in einer liberalen Weltordnung eigentlich überwunden sein sollte, besteht weiter. Besteht vor allem auch dort weiter, wenn man sozusagen aus dem Zentrum derjenigen Regionen, die sich eben als das eine liberale demokratische Weltordnung auffassen, wegguckt oder darüber hinausguckt, in den globalen Süden guckt oder eben auch auf die Ränder, auf die vielfältigen Formen von Diskriminierung, auf die wir in den letzten Jahren zunehmend und immer weiter aufmerksam gemacht werden. Nun kann man natürlich sagen, dafür kann der Liberalismus als Idee nichts. Schließlich wird eine Norm, ein Maßstab dafür, wie die Dinge sein sollten, nicht dadurch falsch oder obsolet, dass sie noch nicht verwirklicht ist. Es ist schließlich die Norm, die eine bessere Praxis anleiten könnte. Eine Norm, die wir sogar brauchen, um eine bessere Praxis zu ermöglichen, weil wir nur durch diese die bestehenden Ungerechtigkeiten und Probleme überhaupt identifizieren und bewerten können. Gerade dafür, so werden viele Vertreterinnen der einen oder der anderen Variante, vor allem auch des politischen Liberalismus in der Philosophie, nicht müde zu sagen, gerade dafür braucht man doch Normen, um der Wirklichkeit ihre Unzulänglichkeit vorzuführen. Normen beschreiben dieser Vorstellung nach, wie die soziale Wirklichkeit sein soll, nicht wie sie ist. Einem so verfassten liberalen Skript und so verstandenen liberalen Skript gelten all die erwähnten Zeiterscheinungen als Überbleibsel, als ein noch nicht der Einlösung. Solange wir das so auffassen, ist die Frage der Verwirklichung der liberalen Werte von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit nur eine Frage von Geduld und Ungeduld, pessimistischer oder optimistischer Einschätzung oder aber eben auch der richtigen politischen Initiative zur richtigen Zeit. Die liberalen Werte sind dann so etwas wie ein Urmeter. Es lässt sich immer wieder anlegen und wird vom Gang der Zeiten nicht berührt. Das Problem ist nun, das ist eine Verteidigungslinie, die mit ihrem Hauch von Selbstgerechtigkeit zwar in mancher Hinsicht wasserdicht und schwer zu bestreiten ist. Tatsächlich ist es natürlich der Sinn von Normen, das, was ist an dem, was sein soll, zu messen. Und tatsächlich wird der Prozess der Kritik von Praktiken und Institutionen durch ein genau solches Vergleichen vorangetrieben. Tatsächlich aber trägt dieser Hinweis seltsamerweise, nachdem er unumstritten jahrelang mehr oder weniger erfolgreich war, also nicht, dass alle diesen Plot geglaubt hätten, aber man kann doch sagen, dass das liberale Skript sich einigermaßen damit durchgesetzt hat, zu sagen, naja, wir haben schon die richtigen Normen, es ist noch nicht alles ganz so, wie es sein soll, es könnte aber so werden und vor allem braucht man uns doch, um eben jenen Maßstab anlegen zu können. Genau dieses Muster, genau diese Art der Argumentation scheint aber zunehmend unglaubwürdig geworden zu sein. Die Einkapselung dessen, was man in der philosophischen Diskussion Normativismus nennen kann, wohlgemerkt zu unterscheiden von der Orientierung an Normen per se, Normativismus im Sinne auch einer sehr klassischen Trennung von Empirie, dem, was man über die Wirklichkeit, wie sie ist, sagen kann und dem, was man über die Wirklichkeit, wie sie sein sollte, sagen kann,
Aus verschiedenen Gründen, die sehr viel mit den sozialen Hintergrundbedingungen zu tun haben, scheint das nicht mehr zu ziehen. Lapidar gesagt, reden kann man viel, so die Stammtischversion der hier mitschwingenden Vorwürfe an diejenigen, die die liberale Ordnung als normative Ordnung und als rein normativen Maßstab hochhalten wollen. Etwas ernsthafter formuliert, die immer offensichtlicher werdende Vergeblichkeit des schlichten Beharrens auf den liberalen Normen, schon Hegel nannte das die Orientierung an einem leeren Sollen, wird hier zum Problem. Dieses Problem liegt in mancher Hinsicht dann weniger in dem, was diese Position tut und behauptet, sondern in dem, was sie nicht tut oder nicht sieht oder dem, was sie uns nicht sehen lässt. Man könnte sogar behaupten, gerade weil eine solche Position normativ schon hat, was sie braucht, trägt sie zum Verstehen der Situation nicht viel bei. Und das ist etwas, was langsam sichtbar geworden ist. Man kann auch behaupten, ich hatte gerade gesagt, das hat viel mit sozialen Hintergrundbedingungen zu tun. Man kann, glaube ich, auch behaupten, dass die doch irgendwie in bestimmten, sagen wir, den privilegierten Abteilungen der westlichen Welt, wenn man das einmal so grob einsortieren möchte, die doch irgendwie einigermaßen optimistische Hintergrundgewissheit und die Vorstellung, dass es beispielsweise auch in sozialer Hinsicht so etwas wie einen Fahrstuhleffekt gibt. Also wir sind noch nicht gleich, aber wir werden gleicher. Es geht noch nicht allen gut, aber insgesamt entwickelt sich die Gesellschaft in eine Richtung, in der dann doch auch die Schwächsten mitgenommen werden. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, was die soziale Hintergrundgewissheit dafür ausmacht, dass man solche Thesen auch theoretisch mitträgt und eben für glaubwürdig hält und nicht in dem von mir beschriebenen Sinne einer eben Erosion verliert. Zweitens gibt es natürlich auch konzeptuelle Grenzen eines solchen Paradigmas. Neben der puren Persistenz von Problemen, also dass die Wirklichkeit noch nicht so ist, wie das liberale Skript es gerne hätte und versucht zu beschreiben, gibt es auch noch das Problem, dass es mit den für diese Tradition entscheidenden Theorien Schauplätze und Formen der Ungerechtigkeit gibt, die sich ganz offenbar nicht leicht innerhalb des Rahmens, nehmen wir zum Beispiel als die wirkmächtigste politisch-liberale Theorie, nämlich die Rawlsche Theorie der Gerechtigkeit, immer wieder wird sichtbar, dass es sehr viele solche Schauplätze und Formen von Ungerechtigkeit und vor allem sehr viele Probleme gibt, die sich ganz offenbar in diesem Rahmen nicht so leicht fassen lassen. Das ist also nicht einfach nur die empirische Nicht-Einlösung des liberalen Paradigmas, sondern konzeptuelle Grenzen. Beispiele hierfür sind in den letzten Jahren viel diskutiert worden, Rassismus und Sexismus, die historische Ungerechtigkeit, strukturelle Ausbeutung, Migration, damit auch die Frage, wer überhaupt der Demos und damit die Grundlage kollektiver Selbstbestimmung sein könnte, aber auch Fragen wie Klimawandel und die ökologischen Krisen unserer Gegenwart sind Dinge, von denen man sagen kann, ja, natürlich kann man gewissermaßen die liberale Theorie so weit stretchen, dass man das in der einen oder anderen Art und Weise mitbehandeln kann. Also im Prinzip könnte man es in diesem Paradigma mitbehandelt werden, aber es ist eine gewisse Überdehnung zu verzeichnen, wenn man das macht. Und genau das ist ja das, was wenn man von Paradigma, Paradigmenwechsel und den entsprechenden Anomalien ausgeht, das Problem ist. Nicht, dass man es gar nicht könnte, sondern eher, dass man den Eindruck hat, naja, es ist aber irgendwie nicht der Kern der hier beschriebenen Ideen. Natürlich lassen sich also Zusatzannahmen machen, die diese Anomalien einfangen. Man kann den Schleier, den berühmten Rawlschen Schleier des Nichtwissens, auch auf die Generation, der man angehören wird, ausdehnen. Man kann liberale Gerechtigkeitsnormen für kommende Generationen definieren. Aber so ein leichtes Unwohlsein, dass das eben, wie gesagt, nicht zum Kern dessen gehört, was eine solche Theorie machen kann, wird einen vielleicht nicht verlassen. Man kann auch versuchen, einen angemessenen Umgang mit Natur durch eine Erweiterung von Gerechtigkeitsperspektiven zu gewinnen. Also man kann versuchen, diese auf nichtmenschliche oder nicht belebte Entitäten auszudehnen. Aber auch hier hat man den Eindruck, es sind im Grunde andere Theorien, die das als Kern thematisieren können, während
wenn man mit der liberalen Theorie der Gerechtigkeit hier rangeht, man einen Stretch macht, den man, wie soll man sagen, den man eben wollen muss. Und natürlich schließen sich liberale Gleichheit und rassistisch oder sexistisch begründete Vorurteile und Diskriminierungen aus. Und dennoch fragen sich immer mehr Menschen, die mit solchen Problemen und über solche Probleme arbeiten, ob dieser Ausschluss nicht doch systematischer mit dem Zuschnitt der Theorie zusammenhängt, als das auf den ersten Blick den Anschein hat. Man kann also, und das ist sogar eines der gängigen Phänomene am Ende eines Paradigmas oder beim Übergang von einem zum anderen Paradigma, man kann an einem alten Paradigma festhalten, indem man es erweitert, Widersprechendes integriert, aber irgendwann werden die Dinge eben zu komplex oder, und das war ja die Behauptung, mit der ich gestartet habe, in irgendeiner schwer zu beschreibenden Weise ermüdet, unglaubwürdig, irgendwie eben nicht mehr zu dem Punkt sprechend, der einen hier interessiert. Interessanterweise wird, je dringlicher die empirischen Probleme werden, die hier verhandelt werden müssen, je häufiger widerstreitende Beobachtungen, widerstreitende auch Deutungen dessen, was in der sozialen Welt vor sich geht, geltend gemacht werden, desto häufiger wird auch der Punkt gemacht, dass es eben nicht einfach nur ein noch nicht Behandeln bestimmter Probleme ist, das man aber im Prinzip auch gewissermaßen reparieren könnte, sondern der Verdacht, dass in einem solchen Paradigma aus systematischen Gründen manche Erfahrungen gar keine Artikulation finden. Charles Mills zum Beispiel beschreibt den politischen Liberalismus von der und die jedenfalls bei Rawls und seinen Mitstreiterinnen verbundene Einstellung der Ideal Theory sehr wirkmächtig als Ideologie. Die realen Ungleichheiten, die Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen sind, so behauptet Mills, nicht ein Überbleibsel, sondern eben eingeschrieben in die liberale Ordnung. Sie sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel und auch das nicht einfach nur empirisch die Regel im Sinne von, das sehen wir aber viel häufiger, als wir das Gegenteil sehen, sondern es ist ein Konstruktionsprinzip einer solchen Ordnung. Dem Liberalismus trägt man dann nach, dass er die Logik dieser Regel nicht erkannt hat oder sie unkenntlich macht oder sie sogar selbst reproduziert. Das idealtheoretische Ausblenden, nämlich der realen Differenzen und Ungleichheitserfahrungen, so die prominente Kritik von Mills, trägt zu deren Unkenntlichmachung bei und erlaubt es nicht diejenigen sozialen Strukturen, die zur realen Unterdrückung und den realen Diskriminierungen beitragen, zu identifizieren. Ganz ähnlich sieht es, und ich bin immer noch beim Aufzählen sozusagen der Dinge, die zusammenkommen, um das liberale Skript auszuhöhlen oder unglaubwürdiger zu machen, als es zu anderen Zeiten war. Ganz ähnlich sieht es der ebenso wirkmächtige Einspruch des Postkolonialismus. Der Liberalismus hat nicht nur die Werte, für die er zu stehen behauptet, nicht und vor allem nicht überall verwirklicht, so die Behauptung, viel schlimmer. In seinem Namen und im Namen der von ihm vorgetragenen Werte wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Fortschritt oder Vernunft wurden und werden blutige Herrschaftsverhältnisse etabliert und zementiert, so der immer wieder in der einen oder anderen Weise gemachte Vorwurf. Auch diese Kritik mündet damit in den Vorwurf ein, dass der Liberalismus nicht etwas das andere der verheerenden Verhältnisse ist und auch nicht die unschuldig bleibende Norm gegenüber diesen, sondern selbst konstitutiver Teil dieser Verhältnisse. Und auch hier verbreitet sich die Meinung, dass mit der Theorie selbst und nicht nur mit ihrer Umsetzung etwas falsch ist. Wohlgemerkt, es sind nicht alles gute Argumente, die in diesem Zusammenhang fallen. Viele davon verfahren wieder und wieder nach dem Modell der Kontaktschuld und lassen dabei Norm und Wirklichkeit allzu schnell kollabieren. Die Begriffe der Aufklärung werden dann pauschal schuldig gesprochen, weil sie von der falschen Partei zur Legitimation herbeigezogen werden. Aber selbst solche argumentativen Schwächen verdecken nicht den Umstand, dass diese postkolonialen Interventionen berechtigterweise an weltgeschichtliche Umstände erinnern, die in der Theorie, in der idealen Theorie des Liberalismus gerne verdrängt werden. Wie dem auch sei, in diesem ersten Schritt meiner Argumentation interessiert mich eigentlich auch nur eines, nämlich der Umstand, dass dieser Verdacht gegen den Liberalismus faktisch offenbar verfängt. Und so wissen viele unserer Studierenden mittlerweile bereits, dass Liberalismus eine Ideologie ist, bevor sie überhaupt wissen, was Liberalismus und was Ideologie ist.
Und sie brandmarken sehr entschieden immer wieder neue Ausschlüsse, die Partikularität des sich als universell Setzenden, ohne mit dem emanzipativen Gehalt der Universalitätsbehauptung auch nur noch große Umstände zu machen. Ich meine das an dieser Stelle nicht wertend, sondern zunächst nur beobachtend. Das ist es ja eben, was einen solchen Paradigmenwechsel ausmacht, dass manche Theorien plötzlich verfangen und andere eben nicht mehr, ohne dass diese sich im strengen Sinne als falsch oder in jeder Hinsicht als widerlegt erwiesen hätten. Dem Marxismus ist es vor ein paar Jahrzehnten übrigens ganz ähnlich ergangen. Also diese Art von plötzlich ist das Paradigma verschwunden oder nicht mehr so richtig salonreif, ohne dass jetzt wirklich schon alles oder sich überhaupt nur genug Mühe gegeben worden wäre, alles zu widerlegen. Allerdings sollte man nach dem, was ich oben gesagt habe, solche Vorgänge auch nicht so auffassen, als drücke sich in ihnen eine völlig kontingente Modeerscheinung aus. Paradigmenwechsel geschehen, weil ein herrschendes Paradigma seine Problemlösungskompetenz verloren hat, weil sich in ihm eine bestimmte Problemlage nicht mehr richtig beschreiben und ihr nicht mehr richtig begegnen lässt. Paradigmen werden mit Gründen abgelöst, auch wenn sie nicht direkt und einfach widerlegt werden. Paradigmen definieren und lösen Probleme und werden abgelöst, wenn sie dies nicht mehr tun oder mehr Probleme erzeugen, als sie lösen. Wir müssen also, um die Ursachen für die von mir behauptete interne und externe Erosion des Liberalismus weiter zu erkunden, einen Schritt weitergehen und nach den Problemlagen fragen, also nach den Problemen, die sich für ihn stellen und mit ihm stellen bzw. gestellt haben und auch nach den Lösungen, die er für diese bereitstellt und schließlich nach dem Gehalt der Krisen dieser Lösungen. Was ist nun diese Problemlage, auf die das liberale Skript reagiert oder reagiert hat? Hier lassen sich zwei Problemlagen heraus, die ich eben schon angekündigt hatte, der ethische Pluralismus und der Übergang vom Status zu Leistung, von Stand zu Klasse, also die historisch keineswegs selbstverständlichen Annahmen einer generellen Egalität. In Bezug auf beide Problemstellungen und ihre Lösung nun, so werde ich argumentieren, erodiert heute die Problemlösungskompetenz des Liberalismus. Zunächst zur ersten, dem ethischen Pluralismus, dem mit dem, was Habermas die ethische Enthaltsamkeit genannt hat, begegnet wird. Das sich hier stellende Problem, also das Problem, das der Liberalismus gelöst hat oder lösen wollte, ist das Faktum des Pluralismus. Das Faktum des Pluralismus, wie es historisch in den religiösen Bürgerkriegen manifest geworden ist, im modernen Liberalismus dagegen wird eher auf die Anforderungen einer pluralen und multikulturellen Gesellschaft reagiert. Das liberale Prinzip der Neutralität ist dann die Lösung dieses Problems des Pluralismus, sofern es einen Versuch darstellt, potenziell konflikthafte und feindselige weltanschauliche Differenzen zu neutralisieren und einen Modus vivendi zu begründen, mit dem unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Religionen, Wertvorstellungen, Lebensweisen, Überzeugungen und Weltsichten innerhalb einer geteilten sozialen Ordnung und einer geteilten Rechtsordnung leben können. Der Lösungsansatz der ethischen Neutralität oder eben dem, was Habermas so sprechend die ethische Enthaltsamkeit genannt hat, schlägt vor, die soziale Ordnung als ethisch neutralen Rahmen, als einen Satz institutioneller Rahmenbedingungen aufzufassen, innerhalb dessen eben dann alle möglichen Lebensformen tolerierbar sind und gedeihen können sollen. Damit ist verbunden der Verzicht nicht nur auf die metaphysische Letztbegründung, so das Selbstverständlich des Liberalismus, der Verzicht auf metaphysische Letztbegründung eines verbindlichen, gemeinsamen Ethos des Zusammenlebens. Damit ist aber oft genug auch verbunden die Vorstellung, dass man an die Substanz einer solchen Lebensweise oder solcher sozialen Praktiken eben überhaupt gar nicht drangehen sollte. Auch da wiederum Habermas, als er dieses Wort von der ethischen Enthaltsamkeit aufgebracht hat. Und in der Hinsicht ist Habermas ein Liberaler. Das ist er nicht in jeder Hinsicht. Und er ist ja sozusagen eine sehr in seiner komplexen Theorie sehr changierende Gestalt diesbezüglich. Aber genau diesen Punkt der ethischen Enthaltsamkeit teilt er mit den großen liberalen Theorien. Und Habermas hat das in einem sehr sprechenden Bild mal dargelegt, warum man eben wohl oder übel und selbst dann, wenn man es vielleicht bedauern mag, eben das ethisch enthaltsam sein müsse. Und er gesagt hat, das Schlagen von Kindern kann man innerhalb einer eben liberalen Rechtsordnung kritisieren bzw. bannen gewissermaßen rechtlich.
aber merkwürdige, seltsame Erziehungsideale oder Vorstellungen davon, wie Erziehung, Kindheit, Familie stattzufinden hat. Davor müsse man eben jene Einklammerung, die durch eine solche ethische Enthaltsamkeit ist, gelten lassen. Also eine klare Unterscheidung zwischen dem, was dann das moralisch und letztendlich ja sogar auch rechtlich dingfest zu machende, auch im Sinne einer liberalen sozialen Ordnung sozusagen zu thematisierende ist, wenn man auf der anderen Seite solche die Weisen des Zusammenlebens und das, was dahinter steckt an Vorstellungen davon, wie die Welt beschaffen ist, wie die Menschen beschaffen sind, wie ihr Zusammenleben, wie die soziale Ordnung substanziell beschaffen sein sollte, das wird also in dieser Hinsicht eingeklammert. Was ist nun das Problem mit dieser Problemlösung, die auf den ersten Blick ja in ihrem Antipaternalismus und auch dem Autonomieversprechen so einleuchtend scheint? Also es hat ja auf den ersten Blick sehr viel für sich zu sagen, naja, man sollte sich nicht einmischen in die Lebensweisen der anderen, man kommt besser in einer Gesellschaft miteinander klar, wenn man das eben tatsächlich mit einer solchen Einklammerung behandelt und sich denkt, naja, immer da, wo das, was die anderen machen, mich nicht stört oder nicht die Grenzen meiner Freiheit berührt und bestimmte Prinzipien nicht verletzt, immer da sollte man doch diese Art von Pluralität walten lassen und auch diese Art von Nicht-Einmischungspakt gewissermaßen schließen. Was ist das Problem mit dieser Problemlösung? Es scheint auch hier so, als ob der Modus vivendi, der eben jener Vorstellung einer liberalen Hegung solcher aus der Pluralität entstehenden Konflikte zugrunde liegt, als ob auch genau dieser Modus vivendi nicht mehr funktioniert. Also das, was im Grunde die Stärke des Liberalismus war, solche Konflikte, eben beginnend bei den religiösen Bürgerkriegen, irgendwie lösen zu können, ein anderes Register gewissermaßen aufzumachen, das scheint nicht mehr zu funktionieren. Es erweist sich als illusionär, es ist unglaubwürdig geworden. Und worauf beruht nun dieses Glaubwürdigkeitsdefizit? Ein ganz entscheidender Punkt, und das ist die Ebene, auf die ich mich jetzt hier besonders beziehen will, also mehr noch als auf den ebenfalls zu machenden Punkt, dass ich diese Vorstellung, dass man solche Trennungen vollziehen kann, generell problematisch halte. Aber das, was zunächst mal sozusagen in die Augen sticht, wenn man sich fragt, was hat eigentlich diese Ermüdung und die Erosionserscheinung, worin drücken die sich eigentlich aus? Ganz entscheidend scheint mir zu sein, dass die hier beschriebene Idee von ethischer Neutralität heute faktisch tatsächlich nicht mehr zur Befriedung solcher Konflikte beiträgt oder das jedenfalls nicht mehr in dem Maße tut, in dem sie das zu tun versprochen hat und vielleicht auch nicht in dem Maße tut, in dem sie das in manchen Hinsichten weltgeschichtlich getan hat. Wie gesagt, immer bezogen auf bestimmte Momente und auch bestimmte Orte der Weltgeschichte, wo man sagen kann, naja klar, sind religiöse Bürgerkriege in bestimmter Hinsicht zu befrieden, wenn man sagt, Religion ist Privatsache, das, was worüber öffentlich gemeinsam entschieden wird, ist ein anderes Register. Woran zeigt sich das, dass das faktisch heute gar nicht mehr so leicht zur Befriedung beiträgt? Ich glaube, es zeigt sich daran, dass man heute sieht, dass die Kritikerinnen dessen, was man, wenn man jetzt noch ein weiteres Wort dazufügen will, des westlich-liberalen Paradigmas, des westlich-liberalen Skripts, die Kritikerinnen eben dieses Skriptes hassen dieses genau dafür. Das können Sie sehen von Putin bis zu denjenigen, die angesichts der vielen Verwerfungen, die es über die Geschlechterordnung und die Vorstellung von sozusagen einer Transformation der Geschlechterordnung gibt, die vielen hasserfüllten, ressentimentgetriebenen Diskussionen, die es darum gibt. Auch daran können Sie sehen, dass diejenigen, die dieses liberale Paradigma nicht von vornherein eingekauft haben, im Grunde besonders aggressiv darauf reagieren, dass ihnen dann erzählt werden soll, dass es sich hier eigentlich um einen neutralen Rahmen handelt. Das ist etwas, was viele solcher Positionen, und zwar ganz unterschiedlicher Couleur, für einen Taschenspielertrick halten. Dieses unter dem Deckmantel der Neutralität
die und das ist immer wieder der Vorwurf, und zwar gewissermaßen von beiden Seiten oder von verschiedenen Seiten des politischen Spektrums, diese unter dem Deckmantel der Neutralität herausgelösten, dichten, substanziellen ethischen Werte kommen nämlich wie durch Zauberhand durch die Form des liberalen Prozedere wieder in den Zylinder hinein. Homi Bhabha, eine der wichtigen Stimmen einer solchen aus sozusagen linksemanzipatorisch und postkolonialer Perspektive formulierten Kritik, drückt es sehr treffend so aus, dass er sagt, die Behauptung, dass die westliche Kultur selbst keine Kultur, also nicht selbst ein ethisch distinktes Set von Überzeugungen und Praktiken sei, das sei die heilige Kuh des Liberalismus. Und das ist natürlich deshalb so schön ausgedrückt, weil eine heilige Kuh, wie leicht zu merken ist, ja nicht einfach ein neutrales Set an Prozeduren, unter dem sich dann alles Mögliche einhellig in aller Buntheit und Farbenfreude der liberalen Welt miteinander verträgt. Es ist die heilige Kuh des Liberalismus, sagt Homi Bhabha, und damit meint er und will er darauf hinaus, dass es eben deshalb, wie das mit heiligen Kühen so ist, gar nicht zur Debatte gestellt wird, was eigentlich der Gehalt einer solchen liberalen Kultur sein könnte. Die Zusicherung von Pluralität wird also mit Skepsis und teilweise mit berechtigtem Ideologieverdacht wird dieser begegnet. Die Vorstellung, dass allein schon die Grenzziehung zwischen dem, was hier die Prinzipien einer liberalen Ordnung und dem, was ihre substanzielleren Gehalte sind, in Bezug auf die man Pluralität lassen will, schon diese Grenzziehung und damit auch die Grenzziehung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen ist historisch spezifisch. Die Grenzziehung zwischen dem richtigen und dem guten Leben ist etwas, was keinesfalls universell gültig ist. Und auch das ist ein Grund dafür, dass die Diskussion in dieser Hinsicht zunehmend gereizt wird. Auch im Feminismus haben wir diese Diskussion, wenn zum Beispiel Serene Kader Sheila Ben-Habib vorwirft, dass diese die Möglichkeit reflexiver Distanznahme von einer Tradition zur Voraussetzung macht dafür, dass sie sozusagen im Spiel der verschiedenen Positionen, die hier um Geltung miteinander streiten können, überhaupt zu gehören. Also diese Vorstellung, dass man eine Äquidistanz zu allen Traditionen, eine reflexive Äquidistanz haben muss, um in diesem Spiel mitspielen zu können. Von dieser lässt sich, wenn man das kritisch betrachtet, selber schon sagen, dass sie natürlich eben gerade nicht äquidistant ist, sondern eine sehr bestimmte und eine sehr voraussetzungsreiche Position hier macht. Das bedeutet also, dass die Neutralität selber in die antagonistische Gemengelage mit hineingerät. Es stellt sich heraus, dass sie selber Partei ist. Und deshalb auch wird in den Diskussionen, in denen der Liberalismus kritisiert wird, philosophisch kritisiert wird, sehr häufig und immer wieder eine Figur vollzogen, die wir aus der Ideologiekritik kennen, nämlich, dass man immer wieder die Partikularität, die Parteilichkeit dessen, was sich hier für eine universale Position ausgibt, identifiziert. Damit ist eine der Kernelemente des Liberalismus, wie ich vorhin behauptet habe, dass es den verschiedenen anderen Elementen irgendwie unterliegt, immer wieder selber zur Debatte. Egal wie man also den Stand der Auseinandersetzung beurteilt, faktisch ist es so, dass die Befriedungsfunktion, die der Liberalismus hier hat, damit nicht wirklich oder nicht wirklich mehr zum Tragen kommen kann. Es gibt aber auch noch andere Gründe dafür, warum abgesehen von diesem faktischen Friedensstiftungs- oder Verlust an Friedensstiftungskompetenz eine solche Unterscheidung, eine solche Einklammerung, eine solche Lösung des Problems des Pluralismus problematisch ist. Nur kurz in zwei Stichworten genannt, aus meiner Sicht sind gerade moderne Gesellschaften, denen man ja unterstellt, dass sie von einer besonderen Pluralität solcher Überzeugungen gezeichnet sind, sind Gesellschaften, in denen wir
bei aller Tendenz zur Individualisierung gleichzeitig besonders aufeinander angewiesen sind, also besonders viel an Infrastruktur teilen, um überhaupt das Leben, das wir führen zu können, das wir führen zu können. Und eben in diese Infrastrukturen, das fängt schon an bei der Frage, ob es welche Arten von Erziehungsinstitutionen es für kleine und größere Kinder geben soll. Das hört aber da natürlich bei weitem nicht auf. Solche Infrastrukturen, die wir brauchen, um unser Leben führen zu können, sind jede für sich immer wieder aufgeladen mit solchen ethischen Überlegungen und Entscheidungen und Fragen des spezifischen Gehalts einer solchen Lebensform, die man davon dann eben gar nicht abtrennen kann. Das bedeutet dann, und das betrifft dann auch noch mal die Frage der faktischen Wirksamkeit und des Taschenspielertricks gewissermaßen, der dem Liberalismus hier unterstellt wird. Das bedeutet aber, dass man vermutlich besser damit fährt, das liberale Ethos von Selbstbestimmung, von Autonomie, von Freiheit, mit dem wir hier gestartet haben, gewissermaßen nach vorwärts zu verteidigen, es nicht als eines, was sozusagen in eine solche Gemengelage der substanziellen Überzeugung gar nicht hineingeraten sollte, raushalten zu wollen, sondern diese Vorstellung darüber, wie wir unser Leben führen sollen, emanzipatorisch und auch mit Blick auf das, was an diesen selber transformiert werden kann, müsste, also im Modus, könnte man sagen, von Kritik und Selbstkritik überhaupt zur Debatte zu stellen. Also wenn die Behauptung ethischer Neutralität immer schon selbstwidersprüchlich oder ideologisch ist, weil sie das, was sie gewissermaßen reingibt an dichten ethischen Beschreibungen, dichten ethischen Überzeugungen selber unsichtbar macht oder für das Universelle ausgibt, dann hilft dagegen, glaube ich, nur die tatsächlich Offensive, und das ist auch das, was ich mit einer auf Emanzipation gerichteten Auseinandersetzung über solche Lebensformen meine. Und das dürfte dann auch etwas sein, was mit Blick auf, und darauf komme ich ganz am Ende nochmal zurück, mit Blick auf viele der Auseinandersetzungen, die wir über solche Lebensweisen haben, sich vielleicht als die selbst unter dem Gesichtspunkt der Befriedung bessere Variante herausstellen würde. Das zweite Problem oder die zweite Problemlage des Liberalismus ist eine, die gut bekannt ist, dass das liberale Skript die Theorie ist, das politische Selbstverständnis, das den Übergang von einer feudalen Standesgesellschaft in eine dem Selbstverständnis nach meritokratisch, also nach dem Verdienstprinzip organisierte Gesellschaft geleitet hat. Sie begleitet die Entstehung einer auf der Idee von Freiheit und Gleichheit beruhenden bürgerlichen Gesellschaft. Die politisch-industrielle Doppelrevolution, wie man es manchmal genannt hat, die zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft führt, wird in diesem Sinne von Theorien des Liberalismus begleitet, auch wenn beides nicht deckungsgleich ist. Wohlgemerkt ist es nicht nur so, dass das liberale Denken hier eine Legitimationsinstanz für die Transformationen, die hier entstehen, geliefert hat, sondern es ist auch ein durchaus, und zwar im ambivalenten Sinne, konstitutives Prinzip. Denken Sie an eine für die bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften so wichtige Institution wie den Arbeitsmarkt. Der ist ohne die Vorstellung, dass hier freie, gleiche miteinander Verträge eingehen, in der Art und Weise, wie es für den Kapitalismus bezeichnend geworden ist und wie es auch sozusagen konstitutiv im Sinne davon, diese Institutionen würden gar nicht funktionieren, wenn es nicht sowas gäbe, wie den Vertrag, die diesen begleitenden Vorstellungen von Personen, die diese begleitende Vorstellung davon, dass die Individuen hier zunächst mal als freie und gleiche eintreten. Also all das ist eine der typischen Gemengelagen von Ideen, Praktiken, Institutionen, die sich gegenseitig voraussetzen und hervorbringen. Und Sie wissen auch, dass genau diese Funktion, die das Liberale in dieser Form, das naturrechtliche Denken hatte, von Beginn an, spätestens seit Marx, mit dem Ideologieverdacht behaftet war. Das ist nämlich das, was sich hier tatsächlich an
Ungleichheit und Ausbeutung abspielt, verdeckt. Es ist allerdings auch wichtig, sich klarzumachen, dass gerade Marx es war, der verstanden hat, dass das nicht bedeutet, dass es einfach nur so etwas wie ein Lippenbekenntnis ist oder ein im flachen Sinne ein Legitimationsmodell, das hier zutage tritt, sondern dass eben beides gilt. Das sind die Institutionen und das sind die Werte, die für diese Institutionen tatsächlich konstitutiv sind. Es sind aber auch die, die in den hier dann entstehenden Institutionen der kapitalistischen Gesellschaft aus systematischen Gründen gar nicht zu verwirklichen sind. Es verhält sich also hier nicht nur so, und da finden Sie vielleicht die Überlegung, die ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, so von der Struktur her wieder. Es ist also nicht nur so, dass gewissermaßen mit einem normativen Überschuss der Idee von Freiheit und Gleichheit hier einfach weiter gearbeitet werden könnte, indem man dann feststellt, na ja, aber der wirkliche Arbeitsmarkt, der behandelt die Menschen gar nicht als Gleiche, der bringt Ungleichheit hervor, der beruht sogar darauf, dass die Menschen in so ungleicher Lage sind, dass die einen sich hier ausbeuten lassen müssen, während die anderen das nicht tun. Sondern es handelt sich hier tatsächlich um einen dieser Vorgänge, in dem diese Ideen selber in sich widersprüchlich sind, sodass sie als solche gar nicht widerspruchsfrei zu verwirklichen sind. Bei Marx führt das dazu, dass er denkt, dass diese Vorstellung von Freiheit, die für denjenigen, der im ausgebeuteten Verhältnis oder diejenige, die im ausgebeuteten Verhältnis hier steht, sich als die doppelte Freiheit zu verhungern oder eben bestimmte Verhältnisse einzugehen darstellt, dass diese Form von Freiheit sich als in sich widersprüchlich in der Art und Weise darstellt, dass sie sich nur als eine gänzlich transformierte Vorstellung von Freiheit, die dann eine soziale Freiheit wäre, in der man an dem anderen nicht die Grenze, sondern die Bedingung der eigenen Grenze finden könnte. Die liberale Lösung für dieses Problem aber, die liberale Lösung, die hier gegriffen hat und von Anfang an, wie gesagt, kritisiert worden ist, die liberale Lösung ist die Etablierung formaler Rechtsgleichheit, formaler Freiheit, die damit einhergehende Aufspaltung sozusagen der bürgerlich-ökonomischen Sphäre und der politischen Sphäre, in der man gleich ist. Das Problem mit dieser Problemlösung ist auch gut diskutiert und bekannt, nämlich die fehlende materielle Einlösung eben dieser Prinzipien von Freiheit und Gleichheit, die doppelte Freiheit des Lohnarbeiters und die Aufteilung in eben die materielle und die bloß formale Seite einer solchen Freiheit, die nicht nur zum Widerspruch wird aus der Sicht dieser Liberalismuskritik, sondern sich auch als Krise des Kapitalismus und der Demokratie sozusagen in immer wieder neuen Formen uns begleiten wird. Also genau diese Aufteilung stellt und das nicht materiale Verwirklichen dessen, was hier als Freiheit in den Institutionen angelegt ist, stellt unter anderem dann auch die liberale Demokratie vor ein paar grundlegende Grenzen, die, wie wir sehen können, sich in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gelöst werden und sich auch unterschiedlich dramatisch darstellen. Das Desiderat also hier, während im Fall des ethischen Pluralismus das Desiderat oder die Lösung, die über die krisenhafte Problemlösung hier hinwegführen könnte, wäre eine tatsächlich emanzipative Diskussion und Kritik auch des materialen Gehalts von Lebensformen. Das Desiderat hier ist im Grunde entsprechend die materiale Einlösung von Freiheits- und Gleichheitsversprechungen, die Thematisierung und auch die Entprivatisierung der ökonomischen Sphäre oder auch das, was man mit einer Diskussion, die heute wieder immer wichtiger wird, die Vergesellschaftung des Gesellschaftlichen nennen könnte, also einen demokratischen Zugriff auch auf diejenigen Bereiche, die im liberalen Skript und liberalen Framework eben auch in dieser Hinsicht gewissermaßen immer draußen bleiben, ausgeschlossen bleiben. Die charakteristische Spannung also von ökonomischer Ungleichheit bei politischer Gleichheit, die grundlegende Spannung zwischen Kapitalismus und Demokratie, die immer wieder neu auftaucht und neue Konkretisierungen annimmt, würde in dem Sinne nur durch eine
solche Thematisierung auf der Ebene, in der das, was für eine so überwiegende Anzahl an Menschen öffentliche Bedeutung hat, einer solchen liberalen Privatisierung entzogen würde. So viel zur Aushöhlung, zur Erosion dessen. Und wie gesagt, mir geht es gar nicht unbedingt um die Frage, ist das jetzt damit wirklich widerlegt oder nicht, sondern es geht eher darum, sozusagen Indizien dafür zu sammeln, was hier eigentlich dazu führt, dass solche Positionen unplausibel werden. Und eigentlich zeigen auch beide Problemstellungen hier ein ganz ähnliches Problem, nämlich den Umstand, dass der Liberalismus die für ihn so charakteristischen Trennungen von Ethik und Moral, von Ökonomie und Politik, von privat und öffentlich in manchen Hinsichten offenbar nicht aufrechterhalten kann oder eben an die Grenzen stößt. Ich hatte schon erwähnt, und das können wir vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen weiter ausführen, dass das auch für eine der Zeiterscheinungen gilt, von der man sagen kann, naja, hier sieht man doch aber den Liberalismus gewissermaßen im Aufwind, nämlich das, was man heute als kulturelle Liberalisierung häufig bezeichnet und von der man sagen könnte, naja, in bestimmten Hinsichten trägt doch aber das Paradigma noch und ist sogar dabei, so etwas wie moralische Fortschritte zu erringen. Also denken wir an den Abbau von Diskriminierungen aller Art, die heute aus dem öffentlichen Diskurs gar nicht mehr so richtig wegzudenken ist. Wenn man bestimmte Lebenslagen vergleicht, also vergleichen Sie die Lebenslagen von Menschen, die in Zeiten, in denen Homosexualität als Krankheit gegolten hat oder als etwas, was strafrechtlich verfolgt worden ist. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Das sollte man sich vielleicht auch immer wieder mal klar machen, wenn man dann diejenigen hört, die so beredt darüber reden, dass man offenbar viel zu viel heute über solche Diskriminierungserfahrungen redet. Dann muss man sich, glaube ich, immer wieder auch mal klar machen, woher wir eigentlich kommen und wohin wir gehen und wie dass da einiges passiert ist. Aber das ist ganz offenbar auch extrem notwendig war, dass das passiert. Also dieses Thema des Abbaus von Privilegien und des Abbaus von Diskriminierung, das klarerweise zum Kern des liberalen Versprechens zu gehören scheint, selbst in Bezug auf das, und ich schlage vor, das als einen radikalen Liberalismus aufzufassen, also sich klarzumachen, inwiefern es tatsächlich in der Tradition dessen, dass sich auch innerhalb des liberalen Skripts die Frage, wer eigentlich wie dazugehört, wer eigentlich wie berücksichtigt werden muss und in welchen Hinsichten man berücksichtigt werden muss, um damit das liberale Versprechen von Freiheit und Gleichheit, von Selbstbestimmung überhaupt gelten kann. Das ist eine der Entwicklungen in Bezug auf die es ganz sicher eine noch mal ganz anders verfasste Dynamik gibt. Aber selbst diese, so würde ich behaupten, ist von dem, was hier sozusagen das Grunddefizit einer solchen liberalen Vorstellung ist, affiziert. Und man sieht das unter anderem daran, dass auf die erbitterten Gegenreaktionen, die wir hier erfahren, sehr häufig mit einer eher defensiven Variante der liberalen Inklusion reagiert wird, in der nicht wirklich thematisiert wird. Hier wird sehr häufig das Bild der Erweiterung des Zirkels verwendet, dass man also sagt, naja, was hier weltgeschichtlich passiert und was hier ein weltgeschichtlich sozusagen fortschrittlich, positiv, optimistisch stimmender Vorgang ist, ist, dass immer mehr Menschen, immer mehr Lebenslagen sozusagen in den Zirkel dessen, was hier berücksichtigt wird, überhaupt aufgenommen werden. Was aber relativ wenig passiert, wenn man eine solche, und ich würde eben sagen, das ist eine im Kern eben doch defensiv liberale Reaktion, was relativ wenig dabei berücksichtigt wird, ist die Frage, wie sich eigentlich der Zirkel, wie sich eigentlich der Kern dessen, was dazugehört oder was hier passiert, wie sich dieser eigentlich verändert dadurch, dass hier ganz andere Lebensformen, ganz andere Lebenslagen, ganz andere Bedürfnisse und ganz andere Diskriminierungserfahrungen überhaupt geltend gemacht werden. Und ich glaube, dass man diesen Kampf, diese Reaktionen und Gegenreaktionen von
solchen liberalen Fortschritten und den regressiven Bewegungen, die wir auf der anderen Seite dazu erleben, dass man denen nur begegnen können wird, wenn man auch hier eher gewissermaßen im Vorwärtsgang der Behauptung einer emanzipativen Transformation auftritt und sagt, naja, natürlich ist es so, dass wenn beispielsweise das hergebrachte Familienmodell in Frage gestellt wird oder wenn die hergebrachten binären Geschlechtsidentitäten aufgelöst werden, natürlich ist das so, dass dann alles anders wird. Das sind andere Formen von Familie, von füreinander sorgen, von Zusammenleben. Das sind andere Formen auch der Identität, die dann möglich werden und die aber auch wünschbar sind. Das wäre das, was ich mit gewissermaßen hier offensiv und im Sinne einer solchen emanzipativen Transformation argumentieren meine, während die Vorstellung, wir wollen ja nur vor Diskriminierung schützen, in dem Sinne eine zwar unbedingt unterstützenswerte Position eines radikalen Liberalismus ist, aber eben möglicherweise eine, die nicht weit genug geht und die sich deshalb auch gar nicht gut genug schützen kann. Damit bin ich schon beim letzten Punkt, nämlich die Frage, was eigentlich hier dann noch die Solidarität mit dem Liberalismus im Augenblick seines Sturzes sein kann und sein wird. Solidarität mit dem Liberalismus nicht nur deshalb, weil ich glaube, dass man diese Form des radikalen Liberalismus unterstützen muss, selbst wenn man glaubt, dass sie nicht weit genug gehen, sondern Solidarität mit dem Liberalismus auch in der Form, in der transformativen Form, in der man sagen sollte, dass es einerseits keine emanzipative Überwindung des Liberalismus geben kann, die diesen und damit die Gehalte von individueller Selbstbestimmung, individueller und kollektiver Selbstbestimmung nicht in der einen oder anderen Weise in sich aufnimmt. Es gibt aber auch keine solche Solidarität mit dem Liberalismus, der diesen nicht über sich hinaustreibt. Also das bloße Aufhalten, das bloße Schließen der Reihen wird hier nicht funktionieren, theoretisch nicht und praktisch auch nicht. Ich glaube, für dieses über sich hinaustreiben gibt es, gerade auch wenn man den Zusammenhang der beiden Probleme, nämlich des Ausbleibens der materialen Einlösung von Gleichheit und Freiheit und des Wirkungsloswerden der Befriedung des ethischen Pluralismus, wenn man diese beiden Dinge zusammendenkt, dann glaube ich, dass das, was man, wenn man Solidarität mit dem Liberalismus hier übt, tun sollte, eben das ist, auf Solidarität und damit auf das eben schon kurz anzitierte, auf die Vergesellschaftung des bereits Gesellschaftlichen, dessen, was uns ohnehin zusammen angeht, zu setzen. Sofern der Kern des Liberalismus so etwas wie individuelle Selbstbestimmung ist, ist er angewiesen auf die Kritik des illusionären Individualismus, eines illusionären Individualismus, der eben jene sozialen Bindungen leugnet, statt sie zu thematisieren und zu transformieren. Liberalität über sich hinauszutreiben, so wie Adorno das in einem der Eingangszitate gefordert hat, bedeutet dann unter anderem eben das, dass man Sozialität so aufgefasst, Sozialität als etwas, worin wir sind, was wir diskutieren, was wir gestalten, als Bedingung individueller Freiheit überhaupt erstmal auffassen muss, statt sich in einem eben illusionären Verhältnis von individuellen Freiheiten zu verschanzen. Dankeschön.